Ah, Überzahl ist da. Ah, Kischai alleine. Der hat keine Chance mehr. Nemiga, mit der Qual der Wahl, gehen auf den Stay of the City Side. Somit haben wir unsere Seiten. Beide sind ready. Und der Countdown zählt runter zur Pistol-Runde auf der dritten Map auf Cobblestone. Wir sehen 5-mal Kevlar bei Mausbots, 4-mal Kevlar, Kit Doppelflash bei Nemiga. Bei Maus geht's erstmal schnell in Richtung B, Richtung Lang, Richtung Dropper. Wir haben einen 4-mann B-Stack und Robo muss sie passieren lassen. Sie kommen hinten rauf, holen sich den ersten Entry, MDS muss traden, aber der fliegt raus und da fallen sie instant alle 4 auf der B-Side. Cyberfocus mit dem ersten Trade, ein 1 gegen 4 Retake. Das ohne Kit als Lang, holt sich den zweiten. Na, jetzt stehen sie close. Robs, Stiko. Schauen mal rein. Versucht's hier mit dem kleinen Fake. Und dann ist Robs da. Die erste Runde geht erfolgreich an Mausbots. Pistolen, Kevlar. In der zweiten für Nemiga. Wir haben eine Doppel-Deagle, 5-7, Doppel-CZ, eine Flash und wieder ein etwas ja, verstärkter B-Aufbau. Stiko nimmt die Mitte ab, auf B, auf A-Lang, warten Hitmaus, Robo, Deagle, Close Distance, CZ. Und dann kommen sie langsam Richtung B. Granaten fliegen raus, Roman muss aufpassen, genauso MDS im Dropper. Da traut sich Lambert mit der Shotgun jetzt erst runter. Na, schafft es nicht, Roman. Die Gletsche gegen Chris J. Und die Möglichkeit ist da. Überzahl von Emiga. 5 gegen 3. Den zweiten wir noch haben, Roman. Versucht es gegen Sunny. Aber erstmal kommen auch hier weitere Granaten. Molotovs Reimann brennt ein bisschen an. Und holt sich jetzt mit Drops den ersten Entry auf der B-Side. Stiko smockt sich einmal Cube ab. Na, kann hier komplett durch die Vision drauf haben. Trotzdem die Überzahlen jetzt erstmal revidiert worden. Und dann eben kommen die Arcas, kommen die Galil ins Spiel. Sunny sprayt rein, schafft Karl mit schon zweimal gedoppelt. Aber Robs ist da, sich 1-2. Den dritten weiß man ebenfalls, ist bekannt. MDS, CZ, 6 Schuss im Magazin, Long Distance noch 3, 16 HP. Und dann macht Robs das Ganze mit der Glock klar. 2-0 Mausbots. Nehme ich ja jetzt in der kompletten Pistol-Sparrunde. Bleiben trotzdem erst nur mit 3 Mann auf B stehen, decken jeweils einzeln lang und Mitte. Robo zieht sich ins zurück, genauso auch wie Cyberfocus. Mitte unten laufen sie bereits raus. Chris J. Ah, schaut nicht in Richtung Kanone. Und dann doch noch irgendwann holt sich 2. Connector ist frei. Und hinten hat vielleicht noch Hitmaus. Nein, bisher keine große Chance. Immerhin Chris J. runter auf einem HP. Aber der hat nur eine Ump in der Hand. Und MDS stand loud. Wird abgehen von Robs. Kein Problem. 3-0 Mausbots. Solider Start auf der Map of Cobblestone. Und jetzt obliegt es eben an Nemiga. Endlich die erste Runde klar zu machen. Sie haben dafür die Rifles. Granaten. Ein Defuse geht auf Hitmaus. Und dessen Mausboards weiterhin auf einer MAC-10. Der Shotgun und der UMP bleibt. Ah, Molotov abgesmockt, pusht runter. Lambert zum ersten, den zweiten auch noch haben. Jetzt kommt Hitmaus dazu. UMP close distance. Zu zweit machen sie das. Währenddessen Roman hier fast verbrennt. Unterzahl für Mausbots. Sunny durch die Smoke erfolgreich. Roman ebenfalls angeschossen. Und dann versucht Stiko in Richtung A-Side. Ah, Granate über die Bande. Macht gut Schaden. Und dann eben ist Robs da. MDS alleine. 1 gegen 3 Unterzahl. Dann hat er noch Closet geprefired. Und da kann er nichts tun. Rein gar nichts. Vierte Runde Mausbots und das mit nicht mal 5 Rifles in der Hand.
Das kann sich durchaus sehen lassen. Nemigam ist nochmals in die Läuferbrunde rein. Pistolen, ein paar Mal Kevlar, Granate bei Hitmaus. Aber mehr ist einfach vom Geld her nicht drin. Wieder Mitte und ein Close lang. Robo, CZ, holt sich immerhin ein in der Insta-Trade von Stiko. Und zwar bei Fokus. Mito 50, vielleicht gegen Lambert. Ah, braucht da ein bisschen lange. Onside steht Roman, Hitmaus defensiv schon, schaut Richtung lang gegen Chris J. Gedoppelt jetzt, da könnte jetzt 2-3 schießen. Aber der Schaden, der ist gut. Wir haben drei Spieler unter 50 bei Mausbots. Und MDS mit CZ, Kevlar gegen Lambert. Und sich den ersten Kill. Zieht sich erst den Connector zurück, immer noch drei, die er finden muss, wenn er das Ganze noch holen möchte. Die kann es ja noch gut teuer machen für Maus. Rampassage für Fiedel, Onside. Oh, springt er ein bisschen unglücklich raus. Und das schafft er nicht mehr. Kevlar sichern gehen. 5:0 für Mausbots. Na, und Stiko hat eine gute Position. Den links in der Ecke springen gehört, gesehen. Müsste Prefin weggekommen, jawohl. Und dann reicht ein einziger Schuss. Und es gibt keinen Waffensafe. Keinen Kevlar-Safe. Für Nemiga. Der Versuch in der zweiten Fullbar-Round auf der City. Währenddessen wir auch beim Mausboards jetzt die Upgrades auf die Rifles. Nur Chris J mit der UMP. Wieder fünfmal unterwegs in Richtung B. Oder Nemiga. Da steht unten Close. MDS in der Kuhle drin. Hitmaus mit einer ersten Flashbang. MDS will nicht wirklich reinpeaken. Erstmal defensive Molotovs, defensive Flashes rein, alles reinwerfen um den Gome. Best Quick zu Delay in. MDS ist blind, schafft es nicht. Hitmaus muss traden, schafft er zum ersten. Na, für den zweiten nicht mehr. Und der Robo fällt instant raus. Überzahl. 4 gegen 2. Stiko im Dropper drin. Sollte Roman eigentlich sich herausnehmen können. 8 HP hat gesteppt. Da reicht aber wieder nur ein einziger Schuss, um ihn herausnehmen zu können. Schon. Na, schafft es nicht ganz. Zum Glück ist Lambert da. Cyberfokus. 1 gegen 3. Und wir sehen es schon. Defensive Position. AWP Käfer durchbringen. Auch der zweite Versuch in der Football Round ist nicht erfolgreich. Stiko. Hat da extremes Glück, wenn man irgendwie sieht. Die MVP-Schuss baitet die Granate, die perfekt fliegt. Und erneut kein Waffensafe. Das ist unlucky für Nemiga. Gerade auf der City-Side natürlich die Runden nicht zu gewinnen und dann eben auch die Waffen nicht durchbringen zu können. Nochmal Anti-Eco mit Pistolen, Kevlar, einer Smoke. Diesmal drei Mann auf der A-Side. Mausbot diesmal ein breiter Aufbau. Zur zweit Richtung A, zur dritt Richtung B. Robster einfach schnell durch. Der dürfte unten gleich Hitmaus zu sehen bekommen. Ja, bei MDS mit einem frechen Peak in der Mitte. Albastico etwas zu offensiv. Robs. Und noch Klaus. Hitmaus hat einen guten Riecher, aber schafft es nicht. Die ersten bei Entries auf B fallen. Und immerhin, es gibt eine AK für MDS. Und die könnte man ebenfalls wieder versuchen durchzubringen. Man geht noch so ein bisschen auf den Exit-Frag mit Cyberfokus. Aber hinten Robo und MDS wollen dann eben versuchen, zusammen die AK durchzubringen. Siebte Runde in Folge für Mausbots. Sie lassen bislang für diese auf Cobblestone nämlich gar nicht den Hauch einer Chance. Natürlich damit kann man sich schon mal einen soliden Vorteil aufbauen. 7 Runden Führung und das muss Nemiga erst wieder zurückholen. Das wird schwer.
Dritter Versuch. Dritter Fullbar und diesmal wieder Doppel-Op. Auf Hitmaus und Master. Vielleicht endlich mal die Möglichkeit, die erste Runde zu gewinnen. Mausboss mit dem 5-Mann-Aufbau für die A-Side. Und da steht aktuell nur die Orb von selber Fokus. Bereit für die erste Powerplay. Schaut! Oh, trifft Sunny! Und Instant geht's zurück. Erst mal rausgefiedert, aber unten kommt Ross mit dem Instant Trade Kill. Und technisch muss es veranlasst werden von B. Da kommen direkt 3, 4 Mann. Die Kavallerie ist am Einfallen auf die A-Side. Aber Mausboss steht schon bereit und haben Winner mit Chris J. Granate. Macht keinen Schaden, sie warten alle im Connector und... Nemiga? Gehen sie hier auf den 4-Mann-Safe? Tatsache. Sie gehen alle 4 auf der B-Side saven und somit haben wir ein solides, ein schnelles, ein extrem starkes 8:0 für Mausboss in den ersten 8 Runden. Ah, sie wollen auf die Jagd gehen, so viele Waffen rausnehmen wie möglich. Erster Flash ist gut, hinten Chicken steht, Cube steht überall, warten sie. Molotov dürfte MDS rausforcen. Hat aber eine Smoke, man freefight ein bisschen. Stiko holt den sehe ich genauso wie Orbs hinten rum und am Cube. Und man bringt von 4 nur noch 2 Waffen durch. Eine Orb, eine AK. Ja, nochmal volles Investment. Wir sehen Robs mit 17:1. Also, der macht hier gerade eigentlich alles für sein Team. Wieder Doppel-Op. Hitmaus, Cyberfokus. MDS lässt sich den Baum boosten. Mausboss wieder zusammen. Der gemeinsame 5-Mann-Aufbau für die B-Side. Hohe Flashbangs reinwerfen. MDS blind. Na, aber erster Frick geht an Roman. Und dann kommt Hitmaus zum Einsatz. Und diesmal sieht es gut aus. Chris J. Onside raus. Und noch Lambert. Und der ist gesehen worden und schafft es nicht gegen MDS am Baum oben. Endlich Nemiga mit der ersten Runde auf der City-Side. Jetzt heißt es anknüpfen, denn der Loser-Bonus, der ist weg. Und auch das Geld. Instant wieder aufgebraucht worden. Diesmal wieder etwas langsamer Aufbau vom Mausboss. 2 Richtung Mitte, 3 Richtung B. Wieder Robs, der hier schnell raussneaken möchte. Und keine Chance hat. MDS instant down. Man bleibt beim 2-2 Holz. Lässt hinten Roman Hitmus auf B stehen. Robo selber Fokus auf der A-Side. Mausboss könnte dann versuchen, mit Stiko sich ein bisschen in Richtung A ranzutasten. Vielleicht mit Lambert noch in Richtung A lang. Vielleicht bekommt er ja noch einen einfachen Entry. Sunny im Dropper, der Smoke wird geprefired. Sie wissen jetzt, dass irgendwo Roman close stehen muss. Long Distance gegen Robson nicht erfolgreich. Und wir haben wieder einen 2-Mann-Safe, den Lambert erfolgreich abzuwehren weiß. Robo alleine. 1 gegen 4. Und hinten natürlich kommt Chris J. John, da kommt Lambert schon. Aimt Alang ab. Chris J. dürfte gute Chancen haben. Sneakt sich jetzt hier erfolgreich überall mal Richtung Zeit. Mal schauen in die Ecken. Na, ein bisschen unlucky vom Timing her. Robs will's wissen, will seinen 4. Frag die Runde holen. Step close. Man weiß, Robo irgendwo close gestanden. Wieder unglückliches Timing. Und Robo schafft es erstmal, die AK durchzubringen. Natürlich keine 2 Runden, somit eine Folge für Nemiga. Mausboss mit der 9. Runde. Und wenn sie jetzt so weiterspielen können, Mausboss, dann könnte das locker eine 14-1 Halbzeit werden. Nemiga mit Pistolen, einer AK, einmal Kevlar, ein Defuse Kit, 5-Mann B-Stack und damit liegen sie genau richtig. Robo defensiv Backside. Naja, noch kein Prefire in die Smoke, sie lassen sie erstmal rauslaufen. Und dann eben das Treffer hinten, Robo zum ersten, muss man Richtung Job schauen, Richtung Stairs, überall stehen sie 1 gegen 4. Und dann ist Robs da und auch die eine AK mit Kevlar Kit hat am Ende nicht wirklich viel zu sagen.
Nochmal volles Risiko. Mitte Lambda bitte ab. Ah, oben drauf. Sieht Robo da. Sauber gemacht. Unten gucken sie rein. Holen sich ebenfalls noch Cyberfokus. Und wieder. Wieder geht man direkt, nachdem beide Spieler auf A fallen, in den Dreimann-Safe rein. Schaffen es Sunny, Lambert noch, die Waffen rauszunehmen? Was? Deke mit dem Teamkill an Robs? Ja, nur Sunny, der jetzt aktuell noch so ein bisschen Richtung B versiert ist. Ja, versucht so langsam ein bisschen rein zu sneaken. So, kommt. Deswegen gesehen. Ebenfalls Lambert, der mit nachschiebt. Und Stiko über den Dropper. Kommt von oben. Schießt mal Prefire rein. Granate reingeworfen wegen Stairs. Dann kommt einer close. Na, Stiko schafft das nicht für Close Distance. Vielleicht ja Sunny noch gegen Stairs. Nein! Na, jetzt könnte ich Granate von Lambert. Und schafft das immerhin, zwei Waffen durchzunehmen. Und das kommt so ein bisschen der angeschlagenen Economy von Emmy jetzt zugute. Nee, müssen jetzt irgendwie Runden holen. Doppel-UMP, drei Rifles. Und Granaten. Die haben Defuse-Kits. Und wieder Mausbots, schnell Richtung B lang. Ja, Doppel-Triple-Molotov, der brennt hier alles runter. Und Robs und Chris J. Die segnen mal ganz früh das Zeitliche in dieser 13. Runde. Unten warten weiterhin Hitmaus, MDS close. Nix Molotov reingeworfen. Stiko, Lambert, Sunny. Mit einem Bait für Dropper. Pistol runtergeworfen. Ich bin noch nichts gesehen. Jetzt droppt er, die Info haben sie. Hinten am Cube steht Hitmaus close. Und auch Lambert versucht mit nachzuschieben. Lambert mit der Orb. Piekt Richtung Stairs. Auf den Shot nicht. Ein bisschen unglücklich. Derweil Sunny voller Fokus Richtung Window. Dropper ist soweit clear. Hinten Stiko. Molotov ist gut. Sunny schafft es auch gerade so. Stiko alleine im einzigen 4. Smoke Doppelflash AK. MDS hinten nah dran an der Treppe mit der Um. Drückt einen Headshot. Hedon sitzt nicht ganz. Immer noch 7 Health Points. Ich warten sie unten. Robo Hitmaus prefiren ordentlich rein. 34 Sekunden. Und dann von hinten kommt schon selber Fokus mit dem Backstep. Zweite Runde. Schafft man es jetzt vielleicht noch irgendwie anzuknüpfen? Vielleicht noch irgendwie mit insgesamt 4 Runden von der City-Side runterzugehen. Nemiga. Mausbots wieder breiter Aufbau. Einer Richtung A, der Rest Richtung B. Tastet sich da langsam ran mit Robs. Der liefert ein bisschen rein. Stiko ebenfalls Richtung Rampe. Wirklich viel Schaden macht man erstmal nicht wirklich. Stiko, gerade so gegen Robo. Ebenfalls erster Entry auf B. Hitmaus ist nicht blind, kommt mit dem ersten Trade-Kill zustande. Zweit ebenfalls mit Trey unten an dem Cube. Den zweiten Mutter auch noch. Und Lambert muss eigentlich traden. Währenddessen Sunny versucht die Rotation von der A-Side abzukappen. Und jetzt langsam Richtung B läuft und er muss die Ecke checken. Sunny muss rechts reingucken. Hitmaus aimt da perfekt ab, kommt jetzt einmal rum. Und alles liegt an Lambert. Eins gegen zwei. AWP. Oben steht ebenfalls Cyberfokus mit der Orb, mit einer ersten hohen Flashbang. Der zweiten Flash hinterher. Und Lambert muss aufpassen. Connector, Hitmaus, hebt das Ganze ab. Boah, schafft es gerade so gegen Lambert. Sie schaffen es zum ersten Mal, zwei Runden Folge zu holen. Und wir sind auch schon letzte Runde der ersten Halbzeit. Denn es steht 11 zu 3. Doppel-Aup nochmal bei Nemiga. Einer bei Lambert, der Rest mit AKs, Fullnet bei Mausbots. Und
wieder zweimal schnell Richtung B. Stiko oben im Dropper drin. Imbats, Robs erstmal weggebrannt. Unten wartet Roman. Na, Flashbang kommt gut. Smogt sich instant ab. Hat den ersten Drop von Stiko. Doppelpeak in ihn. Holen sich ebenfalls auch noch Chris J. Dann eben versuchten es Robs und Lambert jetzt in Richtung B-Side. Währenddessen Sunny noch auf A unterwegs, muss aufpassen, denn da steht ebenfalls selber Fuchs mit AWP, aimt das Ganze defensiv ab. Wartet noch, bekommt einen Anschuss. Robs runter auf 10. Ah, geprefired worden. Lambert zum ersten und dann ist Instant Hitmaus unten close. 11 zu 4 heißt es zur Halbzeit. Mouseboards mit einer extrem starken Anfangsphase auf der T-Side. Nemiga kam gegen Schluss nochmal so ein bisschen zurück. Mit immerhin 4 Runden. Damit kann man gerade noch so arbeiten. Mal schauen, wer jetzt die Piste gewinnt. Nemiga braucht den Gewinner der Pistelrunde. Sie müssen hier auf den 11-7 rankommen. Mouseboards, 5-mal Kevlar. Also nur Default Pistols, USPs, eine P2000. Nemiga. Dann ebenfalls B-Split über Dropper. Lässt sich runter, kommt über lang. Und hinten steht Stiko. Ah, Rob Splint. Stiko ebenfalls. Du hast sie richtig hin. Jetzt sitzen nicht jetzt. Vielleicht aus dem ersten und dem zweiten ebenfalls. Jetzt Stiko rausgenommen, sind bereits close. Warum seid Sunny ebenfalls mit der Überzahl Mouseboards? Robs fällt, Sunny mit der USP muss traden, aber auch er kassiert in den Kopf. Und Lambert alleine. P2000, 1 gegen 3 Unterzahl, links, rechts und dann ist MDS da. Und Nemiga sichert sich mit der Pistolrunde der zweiten und ebenfalls auch Chancen. Pistol Kevlar bei Mouseboards. Hören sich auf. 2-3. Nemiga ebenfalls. 2-3 Aufbau. Sie haben eine AK. Ansonsten eine MAC-10, 3 UMPs. Ja, Mitte lang. Zieht man etwas zurück. Stiko und einen Dropper. Muss aufpassen, dass Robo manchmal beim Mount auf so ganz leicht mehr schnell einnehmen können. Erster Mann droppt. Stiko. Na, es gibt nochmal rein mit der P250. Window hält Robs. Und auf B lang. Chris J bereits in der ersten Offensivsmog drin. Hat Glück. 80 AP pusht jetzt nach. Ha, versucht sich in 2. Na, Shots sitzen nicht so ganz. Vielleicht der Stiko gegen 2 im Dropper. Roman ebenfalls links von der Wand close. Na, Shots gehen nicht ganz auf. Vielleicht ja Lambert Robs im Zusammenspiel von beiden Seiten. Deagle, jawoll. Und die Überzahl, die haben sie. Inkle der Bombe, die Sunny gerade geholt hat. MDS, Hitmaus, sie müssen irgendwie gegen diese 3 CTs nochmal ankommen. Und davon ist Lambert auf 4, Sunny auf 13. Nur noch Robs mit seinem Full Life. Und der lässt sich erstmal schön hochboosten. Hat die Steps in Richtung lang. Ah, UMP vielleicht nachsetzen. Na, gefällt Deagle. Oh, der Headshot fliegt nicht, aber der F-Kill sitzt. Hitmaus, sie gehen rein. Alle drei Low AP mit 20 Sekunden. Einfach nur safe runter. Angeschossen, 80 AP. Robs hat eine Pathbank. Vielleicht einmal rein. Trifft ihn nicht. Na, Hitmaus, zieht die Bombe aufgenommen. Cube steht, Onside steht. Da wartet Sunny, wartet Lambert. Und dann kommt Robs von hinten. Die Zeit rennt runter. Und Mouseboards gewinnt die Anti-Eco mit Pistolen und Kevlar only. Und das ist der Worst Case für Nemiga. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nemiga braucht diese Runde, denn sie haben ebenfalls alles investiert. Schnell Richtung Jopper, einfach runter, Stiko close, UMP zum ersten. Und das ist unlucky. Direkt der erste Mann raus, Roman auf 30, runter mit der Galil und der... Ja, muss hier irgendwie die Frags ziehen. Stiko...
rennt erstmal nicht an. Die Dropper stehen bereits drei Mann geschoben Richtung A-Side. Und nur Sunny, der hier noch vor der A-Side steht. Lambert schafft nicht zwei. Steeko, Chris J, beide angeschossen auf B. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Brauchen eigentlich jetzt ganz, ganz dringend den Sunny hinten. Hört die Steps. Dropper. Oh, Chris J schafft es gerade so auf die Bombside. Sunny wartet weiterhin. Na, sneakt sich jetzt nur ganz, ganz leicht wieder in die Mitte rein. Und Chris J, der verhungert hier erstmal, bekommt keine Infos. Dropper wartet selber vorerst mit der CZ. Hinten Roman, Hitmaus mit M4, Galil, ersten Step gemacht. Sunny sneakt sich weiter durch. Chris J versucht, das ist gesehen worden, ihm den Headshot zu setzen. Jetzt kommen sie von hinten, ebenfalls jetzt Sunny. Bombe ist down und Roman muss hier irgendwie den Frag setzen. Sunny will es versuchen. Im 1 gegen 2. Hat noch eine Smoke, eine Flashbang. Flashbang kommt rein, trifft ihn nicht. Sie doppeln ihn. Und das war's dann für Mouseballs. Sechste Runde Nemiga. Auch sie haben erstmal Glück, mit Pistolen Kevlar einer Galili-Runde irgendwie zu gewinnen. Aber auch hier, Mouseboards, wieder volles Risiko. Wieder UMP, Scout, Pistolen, Kevlar. Diesmal geht's in Richtung Lang. Lambert hat die Info. Steht sich erstmal defensiv zurück, hat unterliegen nur noch rein. Wartet darauf, dass sich MDS zeigt. Erst Rotation von Robs. Dann kommt er, holt sich MDS. Jawohl, 4 gegen 4. Trotzdem der Schaden durchaus verteilt worden gegen Mouseboards. Lambert auf 24, Sunny auf 50. Sind aufgeteilt, stehen vor B, stehen hinten vor A. Robo könnte da einfach raus sneaken. Lambert schafft es gerade so zurück in den Connector. Und Robo bleibt einfach stehen. Und dessen Robs die Bombe rausnimmt. Und das kann wehtun. Natürlich kann sie nicht gehalten werden. Ja, versucht's trotzdem. Und Roman schaute nicht in die Ecke rein. Kommt da, Robs, vielleicht den dritten? Nein. Aber zwei hat er rausgenommen. Sunny mit der Möglichkeit. 1 gegen 2, 40 Sekunden. Bombe auf dem Weg in Richtung A-Side und Robo endet hinten schon ab. Schaut in Richtung Connector, hört Sunny steppen. Und der muss hier einen schnellen Headshot ziehen. Sonst ist er direkt instant MP7-Futter. Er sneakt sich in Richtung Tür. Hat er nicht gesehen, Robo? Vielleicht einfach aus der Smoke raus. Hinten gesehen, Backside. Die Info hat man jetzt mit der Scout für Long Distance. Dann eben Robo. Dem Instant Headshot. 12-7. Zum ersten Mal geht der Force Buy nicht auf. Und zum ersten Mal muss auch Mouseboards wirklich in die Pistol Eco Round gehen. Eine einzige P250 auf Lambert. Wir haben derweil drei Ankers, Doppel-SMG. Steeko geht hier auf die Infos, damit wir Dropper lang was hören kann. Mitte, Doppeln, Sunny und Lambert. Ah, sie hören die Steps auf lang. Robs, USP, versucht hinten mal gegen MDS. Erstes Smoke kommt raus, Molotov in Richtung Van. Und er und Lambert sind alleine. Erster AK aufgenommen, scheint das irgendwie schaffen. Und da kommt unten die Bombe mit Roman. Und der natürlich ganz einfaches Spiel, Robs alleine. Gegen 3, Rampe zu zweit. Und dann sitzt die Mechanik einfach ein bisschen besser als die USP. Nemiga kämpft sich ran auf nur noch 4 Runden Abstand. Doppel-AWP bei Lambert und bei Chris J. Wenig Granaten bei Mouseboards, muss man also sparsam mit umgehen. Ja, das ist Sunny, Lambert, Mitte und Lang auf der A-Side halten. Der Rest wartet erstmal auf B und auch Nemiga kommt hier mit allen 5 Mann in Richtung A-Side.
Jetzt die Flashes in der Hand. Pushen mal rein, smoken sich, flashen sich den Weg entlang. Und Sunny geht derweil erstmal leer aus. Robo kommt, da hat ein bisschen schlechtes Timing. Währenddessen Lambert sich den ersten Mann zur Brust nimmt. Angeschossen, mit zweiten reicht's nicht mehr. Und Sunny muss aufpassen, hinten kommt Robo. Na, aimt da in die Smoke. Sunny hört den Step hinten. Wir haben einen 3 gegen 2 Überzahl. MDS und Hitmaus, sie wissen, lang steht. Er muss traden, er muss irgendwie diese Überzahl wieder revidieren. Und das schafft er auch, MDS. Kommt zum zweiten nicht, aber Hitmaus ist da. Instant Trade, Stiko von der Seite. Und dann ist es die 13 für Mausbots. Sie erhöhen wieder von 4 auf 5 Zähler Abstand und Nemiga. 2000, 3000, 3500. Dafür 5000 und 6000 bei Roman und bei Hitmaus. Und die investiert man auch komplett. Doppel AK, Doppel Galil. Dazu einmal Pistole, Granaten und Kevlar. Wir sehen nochmal sehr, sehr wenig Granaten bei Mausbots. Hat das gerade nicht davon abgehalten, die Runde zu gewinnen im Dropper. Ruffs mit dem ersten Instant Trade durch Robo mit der AK von oben. Und auf lang pusht man bereits offensiv mit Chris J wieder. Der hört die Steps, kann ansagen. Sunny weiß Bescheid, genauso Stiko. Granate dotzt unglücklich ab. Und MDS aimt hinten Chris J. Der hat eine gute defensive Position, sofern sie nochmal in Richtung A lang, in B lang kommen sollten. Sneakt sich jetzt hier erfolgreich Richtung Dropper rein. Und die Bombe, die ist down. Ebenfalls Überzahl Mausbots. Sie wissen, Dropper steht. Stiko, ja, dürfen jetzt nicht zu offensiv da reingehen. Vielleicht schafft das Robo ja hier noch mehr Schaden anzurichten, aber nicht, wenn jemand abaimt. Guckt nochmal hinten Richtung Holz. Den zweiten, aber da kommt Installation von Cyberfokus rein. Und dann ist es Chris J. 1 gegen 2 aus der Sicht von Cyberfokus. Kommt hinten über Dragonlaw. Wird abgeaimt. Jawohl, schönes Crossfire. 14. Runde Mausbots. Nemiga ohne Bombplatt und ohne Geld auf der Bank. Und trotzdem geht man hier volles Risiko. Man will nicht sparen, nicht auf die Overtime gehen. Eine AK, Pistolen, Kevlar und Nades sollen genug sein. Um jetzt hier die 15. Runde von Mausbots dementsprechend abzuwehren. Geht mit 4 Mann Richtung A-Side. Ja, Lambert unten einfach raus mit der MP9. Holt sich erstmal selber Fokus. Für den zweiten reicht's noch nicht. Da kommt instant der Trade von Roman. Und es gibt bereits die erste MP9 für Nemiga. Merkt auf B ist erstmal komplett frei. Bekommt auf B keine Steps, keine Granaten in die Ohren geworfen. Nemiga teilt sich wieder auf. 3 Mann Richtung Mitte. Hitmaus vielleicht so ein bisschen anfaken in Richtung B-Side. Ein paar Schüsse absondern. Sunny, Robs. Doppeln wieder die Mitte und die A-Side. Ja, Hitmaus piekt mal. Macht ein bisschen Krach. Trotzdem verharren Sunny und Robs weiterhin zusammen auf der A-Side. Und Nemiga hat noch 50 Sekunden. Eine AK, eine MP9, 2 Smokes, eine Flash, ein Molotow. Drei, 34 Sekunden. Und jetzt eben müssen Sunny und Robs die A-Side zusammenhalten. MDS mit der ersten Smoke, erste Flash von Roma in der Hand, Kopf und Richtung Mitte, Richtung Rampe. Sunny gegen 2, Robs gegen Lang. Die in Vorfall, Mitte steht, Rampe kommt hoch. Kann sich nicht entscheiden, wohin schießen soll. Chris J unten droppt runter, 15 Sekunden. Hier müssen wir überlegen, Chris J schafft es gerade so. Und dann sitzt der zweite Headshot ebenfalls. 15-8, Mausbots auf insgesamt 7 Map- und Matchpoints. Und Nemiga hat wieder ohne Bombplant kein Geld auf der Bank. Ja,
Es reicht doch mal gerade so für 50 Sets. Flashes, Granaten, Kevlar, schnell Richtung. Milan, Sunny, 2, fast noch 3. Piekt nochmal rein. Aber die Smoke liegt gut, man hört die Steps. 2 gegen 500 Zoll auf Side. Das sieht eigentlich gelaufen aus. MDS, Hitmaus. Vielleicht nochmal Richtung Drop. Mach hier Drops. Auf A, Lambert alleine. Was macht man? 3 Spieler verloren. Und nur CZs, die man arbeiten kann. Man teilt sich so ein bisschen auf. MDS nach VB, Hitmaus in Richtung Mitte. Ja, vielleicht mal Dropper schauen. Hört die Steps, die Rotation in Richtung A-Side. Also die eine Flash, die hat erstmal Wunder gewirkt. Aber Stiko nimmt das Ganze ab. Währenddessen Sunny, Chris J offensiv pushen, schauen nach oben Richtung Dropper. Chris J kann sie beide auf einmal raus. Den ersten, den zweiten, Messer in der Hand und den ersten. Chris J, den zweiten reicht's nicht mehr, aber Sunny steht da. Und dann war's das. Good game, well played. Mouseboss gewinnt 16-8 gegen Amiga und insgesamt mit 2-1 in diesem Best of 3.